guten Morgen, danke für die Einladung. Zuerst mal muss man gratulieren den Organisatoren von dem Event. Also es ist so schnell ausgebucht, dass unser Team sich nicht mal hat können registrieren können, rechtzeitig. Also es ist wirklich eine grosse Leistung. Wir sind eingeladen worden, um über Augmented Reality zu sprechen. Und bevor ich auf unser neues Lieblingsthema Augmented Print eingehe, will ich ein bisschen allgemein über Augmented Reality erzählen. Ganz kurz einen Auffrischer sozusagen. Also, wie die meisten wissen, das Ziel ist, Augmented Reality die reale und die digitale Welt zu verbinden, irgendeinen Layer hineinzubringen in die reale Welt, wo die digitale Welt anzeigt. Und es stellt sich die Frage nach dem Interface. Also die ersten Visionen sind in Richtung von Head-Mounted Displays gegangen mit rucksackgrossen Computern, die man auf dem Rücken umgedreht hat. Und man hat dann schnell gemerkt, dass wo die neuen Smartphones auf den Markt gekommen sind, wie das iPhone, dass das eigentlich ein viel besseres Interface ist. Es ist nicht nur dezenter in der Anwendung, sondern es ist auch viel verbreiteter als Plattform. Entsprechend gibt es in etwa 1 bis 2 Jahren die erste Anwendung in diesem Bereich, zum Beispiel Leia oder WikiTune. Die Anwendungen funktionieren alle mit GPS-Technologie, das heisst, das Telefon weiß, wo sich der User befindet, es weiß, wo sich Objekte befindet in der realen Welt und die entsprechend so lagert. Das Ganze funktioniert, wie gesagt, nur für Sachen, die stationär sind, also Sachen, die an einem fixen Ort sind. Neuere Anwendungen, wie zum Beispiel Goggles oder auch unsere Lösungen, basieren auf Bilderkennung. Und da sehen wir jetzt ein Video, das ganz neu ist, das an der ETH mit uns zusammen entwickelt worden ist. Was man sieht, ist zum einen, dass das Ganze viel interaktiver ist, das Label haftet extrem gut an den Objekten. Und nebst den stationären Objekten, wie Gebäude, kann man eben auch nicht stationäre Objekte, die man kann umtragen, zum Beispiel das 20 Minuten oder eine Zeitung, erkennen und einen Augmented Layer drüber legen. Das heisst also, die Technologie ist zumindest für Prototypen und erste Anwendungen parat. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt das wieder so ein neuer Hype? Muss ich da mitmachen? Ist das jetzt wirklich etwas? Und das ist jetzt wirklich eine wichtige Frage für die ganze Industrie von der Augmented Reality, die halt jetzt erst so langsam kommt. Und das Wichtige wird sein, schafft man es irgendwie vom Gimmick zu einem echten Tool zu kommen, das für den User wirklich einen Job erledigt. Das heisst, wo es weitergeht wie ein technisches